Hochschaubahn fahren, LKW-Luft schnuppern und schießen. Um das geht es heute im Logistikzentrum der Salzburg AG. Wenn euch das gefällt, Daumen hoch und ich würde sagen, wir starten jetzt mal so richtig los. Im Logistikzentrum der Salzburg AG laufen alle Waren für die Monteure, aber auch für die Kunden der Salzburg AG zusammen. Hier lagert alles, vom dicken Stromkabel bis zur TV-Plus-Box für das perfekte Kabelfernseherlebnis. Im Büro trifft Markus Otto Reichel, den Leiter der Logistik. Servus Otto, grüß dich. Hey. Hallo, grüß dich. Du, herzlichen Dank für die Audienz, schön, dass wir da sein dürfen. Freut mich, ja. Du, reden wir mal ein bisschen über die Hard Facts. Wie viel Ware wird denn da für die gesamte Salzburg AG bis Bundesland Salzburg umgeschlagen? Also bei uns ist von Wasser, von Gas, von Fernwärme, von Strom, vom Licht- wie Leitermaterial bis Büromaterial und Werkzeuge. Also wirklich quer durch die Bank haben wir für alle Sparten. Also alle Artikel, die was gängig sind, die was auch braucht werden, haben wir alles da. Das heißt, alle Waren, die die Salzburg AG hat, werden hier in der Breitenfurterstraße gelagert? Genau, ja. Also wir machen auch einen Transport für das ganze Bundesland. Also wir rollen zum Beispiel im Flachkauf einmal direkt auf die Baustellen und in die Gebirgsgauen von Goling angefangen bis St. Jan, Bruck, Saalfelden und Lungau rein, fahren wir an die Geschäftsstellen und Betriebsleitungen, fahren wir dreimal in der Woche. Und die werden von uns versorgt und die transportieren uns dann weiter auf die Baustellen. So weit fahren wir heute nicht. Ja. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Das machen wir. Legen wir los. Was haben wir jetzt da ganz genau vor? Ja, Markus, da ist der Wareneingang. Also jetzt schauen wir uns das an. Jetzt buchen wir einen Wareneingang mit dem Handheld-System. Und da ist eh schon ein Lieferschein da. Den kannst du jetzt gleich nehmen und kannst ihn gleich abschießen. Als erstes brauchst du die Bestellnummer, dann die Lieferscheinnummer, dann die Artikelnummer und dann quittierst du die erste Position. Okay, gell? Und eine Gleitsichtbrille brauche ich auch gleichzeitig. Ja. Ah, es wird schon nicht schlecht, gell? Ja. Also wenn natürlich ist unser Lieferant, also alles das erfüllt, wenn er die Bestellnummer drauf hat, die Lieferscheinnummer und die Artikelnummer mit Barcode, dann wird natürlich das für uns, das Arbeiten schon wesentlich leichter. Verstehe. So, dann schauen wir mal, was drinnen ist. Oder? Ja, genau. Neue Lieferung. Das ist ja wie Weihnachten, Amazon-Backerl aufmachen. Ja, das geht den ganzen Tag so richtig. Sollen wir sagen, was drinnen ist? Was ist das jetzt noch? Ja, das sind Kabelschellen. Wie gesagt, gibt es jetzt auch. Ja, so, da wird das Kabel befestigt. Ja. Im Schaltschrank werden mit diesem die Kabel befestigt. Gell? Und das heißt, jetzt lagern wir ein, oder? Jetzt lagern wir ein. Wir haben einen Auftrag da. Ja. Aber nicht mehr die schön, sondern. Nein, jetzt haben wir, da haben wir so, jetzt haben wir noch nicht. Also einer das da hier, oder? Das sind Schrumpfschlauch, ist das? Schrumpfschlauch. Und du klickst dort einen Auftrag an und du lagerst das jetzt da ein. Jetzt siehst du, jetzt arbeitet das System schon. Ich höre Shuttle schon. Ja, genau. Das heißt, die Schlumpfschläuche werden dann abgearbeitet. Schrumpfschlauch. Die Schlumpfschläuche. Schrumpf wie Schrumpfen. Das heißt, man schrumpft den ein, das wird heiß an. Das ist ein Kleber innen drinnen, das kann auch heiß an, also kleben und dann zieht es das zusammen und das schrumpft. Das wird dann dicht. Ich finde, das ist viel kreativer, wenn man das Schlumpfschläuche nennen siehst, würde. Und jetzt hast du das natürlich da. Jetzt hast du den Vergleich, was gewaltig ist. Du siehst den Schrumpfschlauch, siehst du da das Bild. Du siehst jetzt dann schon, also die Artikelnummer 2412, da müssen wir jetzt 100 Stück, 2412 hast du mehr vorher gesehen haben, ist genau da. Du kannst da einen Quervergleich machen. Du siehst, das ist das Richtige. Und das wird jetzt da dazu gelagert, deine 100 Stück. 2412, hört sich an wie Weihnachten. Ja, genau. Das ist jetzt das Weihnachtseinlagern. Ja, jetzt tust du von der Schachtel raus. Also wir haben jetzt gelernt, die Lagerfläche heißt Shuttle. Und wie viele Shuttle hat die Salzburg AG? Also wir im Logistikzentrum haben 4 Shuttles. Wie viel passt deine? Und insgesamt haben das 1000 Quadratmeter Lagerfläche, also pro Shuttle sind es 250 Quadratmeter Lagerfläche. Man muss sich vorstellen, das ist ja dann drinnen komplett verdichtet, du verlierst ja da keine Höhe, weil du da wirklich jeden Fachboden übereinander reinfahren kannst. Und bei jedem Reinfahren wird die Höhe gemessen und da schaut er sich wirklich genau, wo er Platz hat. Also sehr effizient, die ganze Geschichte. Ja, das ist gewaltig. Ja. Gewaltig. Ja. So, Markus, jetzt gehen wir zum Hochregal. Ja. Jetzt schauen wir uns das an.
Dann sehe ich Aufträge da. Das ist ja alles so hoch, also ist ja schon alles quasi hochregal, ja, oder? Aber das ist ja vor kurzem erst erneuert worden, oder? Ja, das ist komplett erneuert worden. Also vom Boden angefangen bis zu den Regale, also bis zum Regalbediengerät. Die Halle ist 17 Meter hoch und das Regalbediengerät fährt auf 14,5 Meter auf. Wir haben insgesamt 1584 Lagerplätze. Und jetzt siehst du, da ist jetzt eh gerade der Wolfgang dabei. Der macht jetzt da gerade, das ist das SB-Material. Und schon ist er wieder weg. So schnell geht's. Du Otto, ich habe gerade eine TV Plus Box gesehen. Die wird ja sicherlich auch von da verschickt. Ne? Modem, TV Plus Boxen, also Endkundenprodukte, werden von uns verschickt. Und das schauen wir uns jetzt an. Da gehen wir jetzt ja, um. Ja, okay? Super. Passt. Irgendwer muss es mal sauber machen. Du, in welchem Warenwert liegen da jetzt Waren im Lager? Also im Lager liegt der Warenwert von 5,4 Millionen Euro. Mhm. Also das beinhaltet, ja klar, ist jetzt ein bisschen her. Wir haben uns ein wenig Sicherheit auch herlegen lassen müssen, aufgrund von Corona. Mhm. Und du hast natürlich, du kriegst nicht jede Ware sofort, weil es gibt einfach Engpässe. Und du musst einfach die Artikel bei uns also vorrätig haben, ja, weil du kannst nicht eine Baustelle lassen. Und Versorgungssicherheit. Genau, die Versorgungssicherheit ist bei uns wirklich wichtig und darum ist auch das total ein wichtiges Thema, dass wir wirklich die Materialien vor Ort lagern haben. Gell? Da sind Artikel dabei, die kriegst du nicht einfach nur so zum Kaufen. Die Artikel, die müssen teilweise gefertigt werden von Schalter, die haben eine lange, lange Lieferzeit und die brauchst du. Wenn du irgendeine Störung hast, musst du das einfach vorrätig haben. Gell? Und jetzt schauen wir uns das an, was für uns alle voll für wichtig ist, nämlich einerseits Internet und Fernsehen, ja, oder? Stimmt, ja, da gehen wir jetzt her. Siehst du? Und da verschicken wir eh schon, das haben wir eh schon weg. Ja. Und da siehst du schon, da. Christoph arbeitet da schon fleißig. Servus, grüß dich. Da hat er gerade eine TV-Box in der Hand. Die ist eigentlich schon fertiggestellt für den Kunden. Die nehme ich gleich und hau ab damit, oder wie? Ja, genau, sozusagen. Nein, du siehst zum Beispiel, die ist schon verpackt. Ja. Da ist schon die Lieferantenanschrift auf. Es kommt tagtäglich zu uns der Postler, nimmt die jeden Tag mit und geht dann zum Versand. Und da werden auch die Modem verschickt. Da hat er zum Beispiel schon Modem hergerichtet. Und da hat er seine Aufträge. Mhm. Und da kommissioniert er halt einen Auftrag nach dem anderen runter. Es ist am besten, wenn man erstmals das Gerät reintut und die dazugehörigen, das dazugehörige Zubehör, natürlich die Anmeldezettel, den Rücksendeschein und die Anleitung und den Rücksendezettel für alle Fälle. Mhm. So, und dann so zuklappen und dann so zusammenfalten. So? Genau. So? Richtig. Ja. So? Und dann da den Aufkleber empfehlen. Den müssen wir empfehlen, genau. Und dann so zu machen. So, dalla. Ja, perfekt. Markus, du bist wahrscheinlich von uns aufgenommen. Ja, super. Und wer darf es jetzt freuen? Die Frau Ursula aus dem Flachgau kann sich jetzt über ein TV Plus Gerät freuen. Ja, super. Ja, gewaltig, ja. Jetzt haben wir die Telekom-Geschichte, aber Smart Meter ist ja bei uns ja auch ein großes Thema, weil ich gerade die alten Zähler davon sehe. Smart Meter ist ein Riesenthema. Da gehen wir jetzt zur nächsten Station. Da siehst du jetzt die alten Zähler noch. Ja. Das sind nur die Ferraris-Zähler, diese analogen Zähler, die was wir mit dem Markt gehabt haben. Und jetzt wird es auf digitale Zähler umgestellt. Und da haben wir Abholzonne und da gehen wir jetzt hin. Das heißt, das wird auch von da alles verschickt? Ja, da wird alles, jetzt werden sie derzeit abgeholt bei uns. Wie viel Smart Meter, von wie viel sprechen wir da? Ja, von 470.000, was da jetzt ausgeholt werden in nächster Zeit. Gell? Wahnsinn. Ja. Das heißt, da hinten sind die Smart Meter. Da sind jetzt die Smart Meter. Da sind die alten, die werden entsorgt, schätzen wir das? Das sind die alten Zähler, die werden jederzeit entsorgt und da sind schon die neuen Smart Meter Zähler. Ja, mal fest. Du siehst, gell, gewaltig. Ja, super. Ich tue mal einen raus. Ich kriege einen raus. Und siehst du, also wir müssen bei der Zuteilung, da wird jeder einzelne Zähler wird abgeschossen und wird dann denjenigen, der was die verbaut, also zugeteilt. Mhm. Das heißt, abschießen hat jetzt nichts mit Tontaubenschießen zu tun. Nein, nicht direkt, aber wir schießen da nur so die Inventarnummer ab. Das heißt, einscannen quasi oder Und wird dann zugeteilt und jeder einzelne Monteur weiß dann genau, was er für die Zähler ausgefasst hat. Und dann hat er den sozusagen auf sein Fahrzeug zugeteilt und dann fährt er hin zu dir. Bei deinem Haushalt montiert er den bei dir, schießt ihn wieder ab. Dann wissen wir genau, aha, der ist bei Markus Viertbauer montiert. Super. Und schon gehört er dir. So, Markus, jetzt wird es ernst für dich. Okay. Jetzt geht's aus ins Freilager. Jetzt musst du einen LKW abladen.
brauchst du natürlich auch einen Helm dazu, mhm. weil ohne Helm fahren wir nicht. Dann tust du einen LKW beladen, dann hast du auf die Baustelle und auf der Baustelle tust du dann abladen mit dem Kran. Hört sich super an. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist daheim wegen der Frisur. Ah, oh, das macht ja. nichts, wenn du die Frisur ich hab kein Heimgesicht. Das ist doch immer schon so gewesen. So, jetzt habe ich glaube ich alles, oder? Was wir brauchen. Ja, Markus, jetzt hast du die Fernbedienung in der Hand. Ja. Jetzt gehen wir zum Fahrzeug. Und du bist jetzt der, was die Fernbedienung bedient. Auf für Owe. Und das hängen wir jetzt, einmal, jetzt hängen wir mal die Schläuche an, was da drauf sind. Das sind KI610. Jetzt fährst du mit der Fernbedienung mal ganz kurz runter. Das ist langsam und jetzt drücke ich schnell drauf. Ja, genau. Stopp, stopp, stopp. Jetzt hängst du das mit dem Schlupf ein. So. Und das Wichtigste dabei, einfach cool schauen. Oh. Genau, ja, passt. Ja. Los, Novi, ja. So, erledigt. So, Markus, super hast du das gemacht. Hast zwar 2 Stunden gebraucht, aber ja, es wird schon werden. Also, eine Übung ist schwer, der Anfang ist schwer, aber das kriegen wir hin, gell? Warten noch, bis es jetzt weitergeht, weil jetzt muss ich rausfahren und irgendwas holen, oder? Jetzt geht es auf die Baustelle. Wir müssen ganz dringend ein Rücklammematerial holen. Und jetzt geht es am LKW. Okay, das heißt, ich hole das jetzt. So, du Otto, danke für die bitte. Führung. Gell? Ja, gern, komm. War echt cool und ich bin dann mal weg, ne? Super, das kenne ich, ja. Alle Kerkerling, ne? So, ja, dann jetzt ein LKW und gute Fahrt wünsche ich dir, ja, Markus. Wunderbar. Gell? Vierte. Ich hab's ein bisschen trabig, weißt du? Ja, ich weiß. Das war Hinter den Kulissen der Salzburg AG und wenn euch dieser Film gefallen hat, hier gibt es noch mehr davon und wir freuen uns natürlich über ein Abo. Und jetzt geht's los. Jetzt habe ich meinen Führerschein vergessen, super.